Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge sind wir in der Höllenfeuer-Halbinsel angekommen und heute werden wir hier mal ein bisschen weiter questen. Das Zeug habe ich jetzt noch nicht verkauft. Ihr wisst ja von gestern noch, dass ich im Moment ein wenig im Stress bin. Jetzt habe ich gerade mal ein paar Minuten gefunden, um diese Folge hier aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an zu questen. Die Instanzen, die verzögern sich noch ein bisschen hinaus. Wie gesagt, ich habe gestern ja schon erwähnt, dass es im Moment gerade bei uns zu Hause drunter und drüber geht. Es ist alles nicht so cool, wie es eigentlich sein sollte. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen regeln. Ich werde auf jeden Fall nach dieser Folge mal ins Krankenhaus müssen. Ich möchte da jetzt nicht drüber reden, aber es ist auf jeden Fall was Ernsteres. Deswegen bitte ich da um euer Verständnis. Und ich bin mir auch zuversichtlich, dass ihr das nicht, böse seht. Von dem her jetzt einfach mal hier eine 15 bis 20 Minuten Folge. Und, danach werde ich das mal in mein Renderprogramm schmeißen und dann auch direkt aus dem Haus. Sodala, dann schauen wir mal. Hier vorne müssen wir die ganzen Orks töten. Und ein wenig, gebrauchtes, verkommenes Material, also zurückgelassenes Material einsammeln. Das ist hier, um genau zu sein, ein bisschen Metall und ein bisschen Holz. Das finden wir hier überall zwischen diesen Höllenorks. Und von denen müssen wir 20 Stück töten, also das ist schon eine Menge. Sodala, einen haben wir schon, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, diese Teile hier, das sind so Schlangen, die unter der Erde quasi sich den Weg durchgraben. Da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir uns denen zu sehr nähern, dann greifen die uns natürlich an mit irgendeiner Säurespucke. Und natürlich auch, ja, physisch. Also quasi mit dem Kopf auf unseren Kopf drauf pammen. Und das tut bei unserer kleinen Marilyn natürlich, außerordentlich weh, weil sie natürlich noch so klein ist. Und der Wurm, der ist echt riesig. Das ist so ein Riesenviech. Im Prinzip kann ich den nachher mal zeigen. So, die beiden mag ich nicht. Nehmen wir mal die drei hier. Du darfst auch noch herkommen. So, allesamt so ein bisschen her, bitte. Ja, sehr schön. Und es könnte sein, dass ich die Aufnahme mal kurz pausieren muss, weil, es kann sein, dass ein Telefonanruf kommt und da muss ich dann natürlich rangehen. Von dem her, das schon mal als kleine Vorwarnung. Nicht wundern, falls ich mal, die Aufnahmetaste hier missbrauchen sollte. Das wird natürlich alles in ein Video reingeschnitten, das ist ja kein Problem. So, zwei Holz und ein Metall haben wir schon, okay. Schnappen wir uns mal ihn hier. Die restlichen Videos, die kommen ganz normal online. Ich habe jetzt nur keine World of Warcraft Folgen mehr, also Bioshock und Minecraft und Super Meat Boy, die sind allesamt ordentlich vorproduziert. Also da habe ich zumindest noch bis zum Wochenende Folgen, also das ist absolut kein Problem. Nur WoW ist halt im Moment ein bisschen blöd, weil ich da eben gerade keine Folgen mehr habe. Aber jetzt so kurz 20 Minuten aufnehmen, das ist eigentlich absolut kein Problem. So, eigentlich können wir ihn hier auch noch herrufen. Kommst du auch mal her, bitte? Na, jetzt, alles klar. So, die Hälfte haben wir schon fast. Hier vorne haben wir noch ein bisschen Metall. Da vorne hätten wir noch so einen Zauberer. Den nehmen wir, glaube ich, auch mit. Jetzt müssen wir nur gucken, ob dieser berittene Kerl noch da ist. Nee, der ist schon wohl auf die andere Seite geritten. Alles klar. Was ist das hier? Ultimatum. Euer nächster Einsatz eurer Fähigkeiten, heldenhafter Stoß oder Spalten, kostet keine Wut. Ich habe mich ja noch gar nicht mit dem neuen Krieger auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. War die letzten Tage so im Stress, ich komme da einfach absolut gar nicht hinterher. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. So, schnell weg, bevor der Berittene da kommt. Das ist immer blöd, weil er mit seinem Wolf hier kämpft. Das heißt, das ist blöd. Da habe ich nicht so die Kontrolle drüber, gegen wen ich kämpfe, sondern da kommt einfach irgendwie mal so ein blödes Viech mit dazu. Das mag ich nicht. Deswegen schnappen wir uns die mal hier so. So, dann darfst du noch mitkommen. Einmal unterbrechen und ja, sehr schön.
Nee, als Tank ist das echt angenehm, wenn man mal wirklich in der Quest viele, viele Gegner töten muss. Dann schnappt man sich die einfach alle zusammen und dann passt sich das auch. Jetzt kommt er da vorne tatsächlich. Du bleibst aber mal stehen, bitte. Alles klar. Ach, eigentlich können wir den mal herrufen, oder? Na, jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er weg. Kein Problem. Nehmen wir uns hier mal noch das Metall mit. Das hier ist auch Metall, gell? Ja, tatsächlich. Und einmal goldenen Sandsamen, okay. Na? Ja, tatsächlich, sehr schön. Oh, hier vorne haben wir, ja, das erste Kraut. Das erste neue Kraut, was es nur auf der Höllenfeuerhalbinsel gibt. Also quasi ein Burning Crusade Kraut. Das ist einmal das Teufelsgras. Und da vorne ist der Teufelshäscher. Einer von euch hat geschrieben, dass der wohl ein wenig entschärft worden ist. Wir können das gerne mal testen. Also normal war das früher so, dass der einen auf riesige Range quasi umgehauen hat. Das war hier, ja, so eine kleine, so ein kleines lustiges Teil, was die, wer ist das hier? Niki Mikrozek. Dass der uns quasi komplett umhaut. Aber im Moment, also die Range scheint sich wirklich verringert zu haben. Normal müsste der uns, oh, jetzt, eieieiei. Schnell weglaufen. Eieieiei. Ja, das ist der Teufelsherrscher, der mag uns natürlich absolut gar nicht. Das ist so ein mechanisches Viech. Sieht man auch hier, wie die Arme sich drehen. Also das, da läuft quasi ein dicker Motor drin. Aber, ja. Aber die Range hat sich scheinbar wirklich, wirklich, wirklich krasses, richtig krass verringert. Also früher hätte er uns angegriffen, wenn wir hier stehen würden und er da vorne wäre. Also das hat sich wirklich richtig krass geändert und, ja, früher ist man da wirklich sehr, sehr oft an dem Viech gestorben. Wenn man hier gequestet hat, vor allem zu Anfangszeiten von Burning Crusade, war das scheinbar wirklich so ein kleiner Gag von den Entwicklern, dass man da wirklich höllisch aufpassen musste, dass dieser liebe Teufelsherrscher, ja, uns nicht tötet. Und viele Leute, die sehr, sehr oft von ihm getötet worden sind, haben ihn dann mit Level 70 quasi als Rache getötet. Das geht ziemlich einfach, der hat, wie ihr seht, nur 104.000 Leben. Das geht als 70er Charakter auf jeden Fall sehr gut. Vor allem zu Burning Crusade Zeiten als Tank. Also inzwischen kann das eigentlich jeder Level 70er machen, weil die Charaktere wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Das ist nicht zu vergleichen mit früher. So, mal gucken, was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Drei Holz, zwei Holz, drei Metall und drei solche Orks, alles klar. Nee, ich weiß im Moment echt nicht, ob das mit Stufe 85 hinhaut und ich werde mich da jetzt auch absolut nicht hetzen. Sobald Mists of Pandaria rauskommt und wir die 85 noch nicht erreicht haben, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass wir es nicht erreichen, ja, werde ich wahrscheinlich nebenbei für eineinhalb oder zwei Wochen einen Mönch spielen. Das ist die neue Klasse, die mit Mists of Pandaria ins Spiel kommt. Dass da quasi dann täglich zwei Folgen World of Warcraft kommen, dann eventuell 2x15, weil das für mich dann einfach angenehmer ist und ja, 2x20 Minuten werden wiederum 40 Minuten. Das ist für mich dann wieder zu viel zu produzieren, aber für euch wäre das, denke ich, eine nette Abwechslung, wenn wir da mal nebenbei mal die neue Klasse auschecken und so das Anfangsgebiet der Pandaren sehen. Einige von euch, die in der Beta gespielt haben, die werden das sicher schon kennen. Aber, ja, für diejenigen, die das hier nur schauen und selbst noch überhaupt kein World of Warcraft spielen, für die ist das sicher auch mal nett, so die Anfangsgebiete der Pandaren zu sehen. Und, ja, dann halt auch wirklich ein bisschen was von Mists of Pandaria mitzunehmen. Also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir, ja, mit Merrilee ganz normal langsam weiterquesten, auch wirklich die Story mitnehmen, mit Questtexte vorlesen und keine Ahnung was. Und dass ich dann in der Zwischenzeit, bis Merrilee die 85 erreicht, ja, jeden Tag eine zweite Folge World of Warcraft hochlade, aber eben mit einem Mönch. Dass wir da quasi eine ganz andere Facette vom Spiel kennenlernen und ja, hauptsächlich ein bisschen was von Mists of Pandaria mitnehmen, weil mit Merrilee werden wir das wohl nicht schaffen. Da bin ich jetzt inzwischen absolut nicht mehr zuversichtlich, weil wir haben jetzt schon den, wie vielten haben wir eigentlich? Hier müsste es doch einen Kalender geben. Genau, den 13. Also hier, übernächste Woche Dienstag wird schon Mists of Pandaria veröffentlicht. Bis dahin werden wir niemals 85. Wenn wir jetzt wirklich mal realistisch bleiben, das haut zeitlich einfach absolut nicht hin. Da müsste ich hier so krass durchrushen und da habe ich so absolut keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Das Let's Play war
eigentlich von vornherein ja, so ausgelegt, dass ich ziemlich viel von der Story mitnehme. Und da gehört einfach auch dazu, dass ich die Questtexte vorlese, dass wir da ein bisschen mitbekommen, was wir hier eigentlich machen. Und dementsprechend möchte ich das in Zukunft auch fortführen. Und ja, das ist jetzt halt zeitlich ein bisschen blöd gekommen, weil als ich das Let's Play angefangen habe, war noch nicht klar, wann Mists of Pandaria rauskommt. Das ist erst vor ein paar Monaten klar geworden. Das Let's Play, das geht ja jetzt schon fast 4 Monate. Von dem her, das hat zeitlich einfach nicht gut gepasst. Da haben wir im Prinzip wirklich Pech gehabt. Da haben wir noch ein bisschen was. Teufelseisen vorkommen. Yeah, unser erstes. Schauen wir mal, dass wir das abbauen. Aber der Eber greift uns wahrscheinlich an. Ja, dann nehmen wir den mal fix mit. Ja, wie gesagt, das ist zeitlich ein bisschen blöd gekommen. Wenn ich das früher erfahren hätte, wann Mists of Pandaria rauskommt, dann hätte ich das vielleicht so ein bisschen timen können. Aber diese 1,5 Wochen, die werden uns nicht reichen, um gechillt die 85 zu erreichen. Wir müssten hier wirklich durchrushen. Höchstwahrscheinlich sogar ohne Kommentar, sondern einfach durchrushen. Dann könnte es eventuell klappen, aber das mag ich nicht. Das mag ich irgendwie nicht machen und ich hoffe, ihr seid da auch meiner Meinung. Davon gehe ich aber aus. Also es gibt ein paar Leute, die es nicht mögen, dass ich die Questtexte vorlese, aber dem Rest gefällt das eigentlich ziemlich gut. Von dem her denke ich mal, dass dieser kleine Kompromiss auf jeden Fall ja einigermaßen gut ankommen wird. Ich hoffe es zumindest. Also wie gesagt, Mary Lee, wenn sie die 85 nicht erreicht, spielen wir halt derweil noch in einer zweiten Folge pro Tag, in einem zweiten Video pro Tag einen Mönch hoch. Dass wir da ein bisschen Abwechslung haben und ein bisschen was von Mists of Pandaria mitnehmen. So, jetzt gehen wir aber mal die Quest ab. Hallo. Nichts verkommen lassen. Habt ihr ein wenig wiederverwertbares Material unter all dem Staub, der Asche und der Kohle finden können? Ja, schau mal her. Insgesamt 8 von jedem Material, was du haben wolltest. Das hier ist in einem besseren Zustand, als ich befürchtet habe. Sicher, es wird eine Weile dauern, bis der ganze Rost und Zunder entfernt ist, aber ich kann mich nicht beklagen. Alles klar, mal gucken. Lederkopf brauchen wir nicht, Lederbrust brauchen wir nicht, Kettenkopf brauchen wir nicht, Plattenbeine, die würde ich nehmen, denke ich. Nehmen uns ein bisschen Crit weg, geben uns aber ordentlich Beweglichkeit, was im Prinzip auch Crit erhöhen müsste, wenn sich das nicht geändert hat. Da können wir jetzt mal gucken. Beweglichkeit erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer um 5,01. Jetzt rüsten wir das mal aus und dann schauen wir mal. 5,01, gell? 5,01. Hä? Ah ja, okay, hier oben sehen wir das. Kritisch von 10,36% auf 9,62%. Ist vertretbar, dafür bekommen wir ordentlich Stärke und Rüstung dazu. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Wechsel. Die Unerwünschten zerstören. Jetzt, da unsere Bergungsaktion ins Rollen gekommen ist, ist es an der Zeit, die zweite Phase unseres Plans einzuläuten. Am Pfad des Ruhms hat die Horde immer noch ihre alten Klingenwerfer postiert. Lasst euch von ihrem Alter nicht täuschen, Merrily. Sie sind immer noch sehr gefährlich. So sehr wir auch versuchen, alles zurückzuerobern, was wir können, können wir nicht erwarten, dass die Horde ihre Waffen einfach so abbaut. Nehmt diese Fackel und zündet ihre übrig gebliebene Belagerungsausrüstung an. Ich werde mit Sicherheit der Ehrenfeste nicht dem Zufall überlassen. Alles klar? Sehr gut, ich bin mir sicher, dass ihr Verlust in der Höllenfeuer-Zitadelle bemerkt wird. Auch wenn diese dunkle Bastion uns überschattet und unüberwindlich scheint, können wir mit stolzen Taten wie eurer sicher einen Weg finden, sie zu besiegen. Alles klar? Ein Schild mit Stärke, Beweglichkeit und Ausdauer würde uns ein bisschen ausweichen nehmen. Ein Schild mit Ausdauer, Intelligenz und Willenskraft für Paladine und Schamanen. Und ansonsten haben wir hier nichts. Wir könnten natürlich... Ja, das, ich würde sogar sagen, dass wir unseren Schild ersetzen. Damit wir hier quasi auf dem neuesten Stand sind. 6 ausweichen. Jetzt gucken wir mal. Das Blöde ist, die ganzen Tasten sind nicht mehr belegt. Das ist irgendwie total blöd gerade. So, jetzt schauen wir mal. Ausweichen 4,05. 3, ja, nimmt uns knapp 0,3% ausweichen. Ich würde sagen, wir nehmen den neuen Schild. Wie sieht der eigentlich aus? Ja, der schaut doch schick aus, auf jeden Fall. Ich würde sagen, den behalten wir. Schwarze Magie. Merrily, in unseren Schlachten mit den Höllenorks des blutenden Auges haben wir Schmuckstücke mit magischen Kräften bei ihnen gefunden. Diese Orks haben die Insignien der gefallenen Soldaten der Ehrenfeste gesammelt und verfluchte Talismane aus ihnen gemacht. Wir befürchten, dass die schwarze Magie des blutenden Auges unsere Insignien in böse Amulette verwandelt haben, die sie gegen uns einsetzen können. Sucht einen solchen Talisman bei den Orks des blutenden Auges in Zethgor im Osten.
bringt ihn zu Corporal Eisengrad beim Expeditionsposten nordöstlich von Zetgor. Alles klar. Oder Zetgor. Zetgor, glaube ich. So, mal gucken. Ja, dann zünden wir mal die Klingenwerfer an, oder? Oder wollen wir erstmal die andere Quest erledigen? Jetzt schauen wir mal. Schwarze Magie. Doch, tatsächlich. Verfluchter Talisman. Dann suchen wir den erstmal, weil das ist noch eine Stufe 58 Quest. Ich mag die jetzt hier in dieser Reihenfolge durchführen, damit wir da halt die maximal möglichen Erfahrungspunkte bekommen. So, ich gönne mir mal nebenbei einen Schluck Kaffee. Hoppala, okay, jetzt. Das hier hinten ist unser Ziel. Hier hinten müsste, hier irgendwo, doch hier hinten, glaube ich, müsste dieses kleine Lager sein. Oh, da vorne können wir noch eine Quest abgeben, okay. Also dahinter müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist noch so eine kleine Basis. Wo ist denn das? Hier, alles klar. Wiedergeburt der brennenden Legion. Truppenkommandant Daneth hat meine Anfrage nach Verstärkung wohl etwas falsch verstanden. Ihr seht zwar fähig aus, aber ich habe um ein komplettes Bataillon gebeten. Wisst ihr, wir haben da ein kleines Dämonenproblem. Okay. Der Pfad der Pein. Verdammtes Lord Kazak hat das Kommando über die brennende Legion in der Scherbenwelt. Da wir Kazak nicht direkt angreifen können, noch nicht, müssen wir zunächst seine Leutnants, die Truppen vom Boden aus kommandieren, auslöschen. Sie haben Schreckenslords am Pfad der Pein östlich von hier postiert. Sie sind für diese teuflischen Stürme, die auf uns herabprasseln, verantwortlich. Sie und ihre Diener zu vernichten, wäre ein schwerer Schlag für die Legion. Ich würde sagen, das machen wir noch ganz kurz. Weil ich nicht weiß, wie lange wir brauchen, um den Talisman zu bekommen, oder? Was hat denn das für eine... Machen wir erstmal die gelbe Quest. Ich bin heute schon wieder so verplant. Kann mich gerade wieder nicht entscheiden, welche Quest wir zuerst machen müssen. Die Schreckenlords etc., die sind hier. Also hier so quasi auf diesem kleinen Hügel. Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal die paar Höllenorks angreifen und ihnen diesen Talisman abnehmen. Weil ich dann sowieso gleich ausloggen muss. Dementsprechend schauen wir mal. Das hier hinten ist das kleine Lager. Da vorne haben wir Teufelseisenerz. Das nehmen wir natürlich mit, wenn uns dieser Hölleneber hier nicht angreift. Wobei das ziemlich eng wird. Na, der wird uns, denke ich... Na, vor allem komme ich da jetzt gerade nicht dran. Mies. So, lala. Ich treffe heute meine Tastatur nicht. Ich drücke die ganze Zeit falsche Tasten. So, sehr schön. Dann schauen wir mal. Hier hinten müssten Peons sein. Die kennt der ein oder andere vielleicht aus den Warcraft 3 Spielen. Das sind quasi so kleine Arbeiterbienchen. Und die droppen diesen Talisman. Beziehungsweise die droppen eigentlich alle diesen Talisman. Aber die Peons, habe ich zumindest in Erinnerung, droppen den mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Na? Tatsächlich, jetzt haben wir schon einen bekommen. Dann geben wir den mal fix ab. Und dann werde ich, denke ich, die Folge auch beenden. Vor allem muss ich mal gucken, ob diese Folge heute überhaupt pünktlich um 18 Uhr online kommen kann, weil rendern kann ich jetzt, aber ich kann natürlich vom Krankenhaus aus den Upload nicht starten. Das würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Traumblatt, alles klar. Greifen wir mal fix ihn hier an. So, da kommt auch schon die Schlange. Oder dieser unterirdische Wurm. Nee, der ist scheinbar ziemlich klein geworden. Der war früher mal größer, soweit ich mich richtig erinnern kann. Okay, von mir aus kein Problem. Soll mich jetzt nicht unbedingt stören, okay. So, lala. Da haben wir noch ein paar Quests, die werde ich aber erst nächstes Mal annehmen. Wir geben jetzt einfach nur die Quest ab. Beziehungsweise wollen wir die Quest auch nächstes Mal abgeben. Dann haben wir dann nämlich direkt den Anschluss zur neuen Quest, sonst wissen wir nächstes Mal nicht, was wir hier gemacht haben. Ja, ich würde sagen, das machen wir so. Gucken wir mal hier nochmal, dass wir hier... Genau, alles klar. Mit dem schönen Teufelsherrscher im Hintergrund bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann hoffentlich morgen um 18 Uhr wieder. Ciao! Lebt wohl.